Willkommen zum neuen Video von Carpocalypse. In diesem Video geht es mal nicht so sehr ums Angeln. In diesem Video geht es die Plagegeister, die einen hier um die Ohren schwirren und surren und einen das Leben manchmal in der Natur schwer machen. Ja? Und da gibt es verschiedenste Mittelchen. Und manchmal ist das wirklich schon sehr, sehr nervig und anstrengend im Sommer. Wenn man denn zerstochen wie ein Streuselkuchen nach Hause kommt, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache und sich die ganze Zeit hier jucken muss, weil man überall gestochen ist. Aber da gibt es wirklich verschiedenste Sachen. Ich habe jetzt hier echt eine ganze Batterie neben mir zu liegen, was man alles so hat und womit man sich schützen kann oder halt nicht schützen kann oder sich das ein bisschen versucht zu erträglich zu machen draußen. Also ich fange einmal mal an. Mit was fange ich an? Es gibt zum Beispiel verschiedenste Flüssigkeiten, die man auf der Haut tragen kann. Ob es nun Vorsorge ist, was habe ich denn hier? Tropisches Insektenschutzspray. Was habe ich hier noch? Insektenschutzpumpspray. Wow. Autan Junior für die Kleinsten. Hier ist echt so viel. Dennoch stichfrei. Da gibt es echt so viel, wie ihr seht. Und ich habe da von diesem Zeug eigentlich ganz selten was bei. Ich nehme eigentlich andere Sachen. Was ich cool finde, wirklich, wenn man gestochen wird, Kühlgel oder halt für den Stich danach. Da gibt es auch so eine Sticks, so eine Hitzesticks, die man sich direkt auf den Stich machen kann. Ich finde aber diese Kühlgels und Sprays für nach dem Stich ganz gut, weil ich habe immer ein Problem mit Kriebelmücken. Und das sind die Biester, die mir wirklich manchmal hart ans Leder gehen und ich auch ganz, ganz große Hämatome bekomme, richtige Blutergüsse, weil die Biester stechen nicht, die beißen richtig. Das ist eine keine einheimische Art, die kommt aus Schweden, hat sich die letzten 2-3 Jahre hier in Deutschland breit gemacht, diese Kriebelmücke. Sieht nicht aus wie eine... Wie bitte? Dort und dort. Aufgrund, alles gut. Ja, wir waren stehen geblieben. Ist gerade ein Stand-Up-Puzzler hier unterwegs und hat nur gefragt, ob ich da meine Routen liegen habe. Die verschiedensten Sprays, Kriebelmücken, sind wirklich harte Insekten, die aussehen wie kleine Fliegen, die einen wirklich ein Stück rausbeißen. Wir bekommen wirklich einen richtigen harten Bluterguss und eine richtige Anschwellung. Ich habe manchmal richtig dicke Beine gehabt. Bei uns gibt es Gewässer, da sind die arg vertreten. Hier habe ich sie Gott sei Dank noch nicht gehabt. Und der Nachteil ist, man hört sie nicht so wie die typischen Mückengeräusche. Die sind völlig lautlos, die Dinger. Der einzige Vorteil ist, sie kommen nicht in Häuser oder geschlossene Zelte. Da habe ich es noch nicht gehabt. Ich wurde immer nur draußen, wenn ich auf dem Stuhl saß und neben den Ruten, wurde ich immer nur gestochen oder gebissen, besser gesagt. Ja. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich um die Mücken. Was ich ganz cool finde, sind diese Räucherspiralen hier. Die funktionieren eigentlich relativ gut. Die machen auch einen guten Job. Die stelle ich mir dann entweder unter das Bivy-Table oder sowas. Die gibt es ganz normal als Spirale mit so einem kleinen Draht oder Metallplättchen drunter, wo man die dann drauf fixieren kann. Funktioniert, aber kippt halt auch immer um. Oder ihr könnt halt auch schnell das trockene Gras im Sommer darunter so dörfig kugeln oder einen Waldbrand machen oder keine Ahnung, wenn man mal nicht genau hinguckt, einschläft oder so. Da finde ich die Variante Citronella Räucherset ein bisschen praktischer. Da gibt es so einen richtigen Teller, gibt es aus Terrakotta oder halt hier aus so einem ganz einfachen Alu. Die macht ihr auf, ja, macht ihr auf, legt diese Räucherspirale hier. So sehen die übrigens aus. Hier in diesem Set sind wir sind dann eigentlich drin. 5, 6 sind drin. Macht da eine ab, legt die drauf, zündet die an und das funktioniert gegen die Biester wirklich relativ gut. Ein leichter kleiner Rauch ist immer vorhanden und vertreibt halt schon ein paar Insekten. Funktioniert aber, wenn es richtig verseucht ist, irgendwo hat man da auch schon arge Probleme mit. Ja, da hilft das denn dieses Set auch nicht unbedingt mehr. Aber kriegt man für unter 10 Euro. Und alle Produkte, die wir jetzt hier erwähnen und wovon wir reden, wir hauen auch noch mal ein bisschen was unten in der Videobeschreibung rein. Dort könnt ihr euch die Links noch mal anschauen, wo ihr so einen Kram herbekommt für einen kleinen, günstigen Kurs. Da suchen wir euch mal das Preiswerteste raus aus dem Netz. Also das funktioniert ganz gut, diese Räucherspiralen. Kann ich empfehlen, kostet echt nicht viel. Was habe ich hier noch zu liegen? Ja, sind eigentlich so, was jetzt kommt, sind eigentlich meine beiden Favoriten. Was ich immer bei habe und was auch sehr gut gegen Insekten funktioniert. Mit was fange ich an? Ja, wir fangen mal mit den Thermazell an. Kennt den schon jemand da draußen? Gibt es in verschiedensten Varianten. Das ist die ganz einfache, normale Handvariante. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Gibt es auch Clips für, wo man sich das dann am Gürtel oder am Rucksack machen kann. Beim Wandern oder Spazierengehen hilft das auch ganz gut.
Aber das und genauso wie das funktioniert wirklich nur 100% oder gut, wenn es windstill ist. Wenn ihr Wind habt, bringt der Thermazell auch nichts, ja, weil hier ist eine kleine Gaskartusche drin. Ich kann es mal unten aufmachen. Der funktioniert über so eine Gaskartusche. Die wird unten reingesetzt, reingedreht. Für die Leute, die das Gerät noch nicht kennen. Ihr könnt das wieder zumachen. So rum scheint richtig zu sein. Ihr könnt das wieder zumachen. Ihr habt da hinten so einen kleinen Schlitz, wo ihr schauen könnt, den Füllstand vom Gas. Und dann verfügt er noch über ein On-Off. Wenn er es anmacht, dann hört er schon, wie es anfängt zu rauschen. Ja, ich habe es mal gegen das Mikro gehalten. Also ihr macht es ganz normal an. Dann habt ihr hier eine Piezo-Zündung. Da steht Start. Also anmachen und er glüht schon. Dann habt ihr oben so ein kleines Sichtfenster mit so einem Glühfaden drin. Und oben in diesem Fenster kommen so eine Plättchen rein. Das Blaue hier. Hier sind in so einer so einen kleinen Dingern eingeschweißt. Die schiebt er oben rein. Und nach wenigen Minuten, nachdem er gezündet ist, an ist und hier oben auch glüht drin, fängt er ganz langsam an, über dieses Fenster hier zu vernebeln. Wie das so 100% funktioniert, das System, ihr habt Gas, das Gas verbrennt, es entsteht irgendwie ein Gemisch, was über diese Heizplatte dann ausstrahlt und ganz leichter Dampf und Sud rauskommt. Ja. Funktioniert 100%, Umkreis von 20 Quadratmetern kommt wirklich keine Mücke mehr. Richtig potent, richtig gut. Legt euch aufs Bivi-Table, nehmt euch schön auf den Eimer oder irgendwo und das Ding kann losqualmen und losräuchern und ihr habt keine Probleme mehr mit Mücken. Wirklich sehr gut. Funktioniert noch 100%, wenn ihr das Ganze bei Windstillen benutzt. Ganz wichtig, windstill soll es sein oder halt mit dem Wind ein bisschen stellen, weiter weg, dass es zu euch rüber geweht wird. Aber ich benutze es nur, wenn es windstill ist. Zumal das Ganze auch recht teuer ist. In Anschaffung sind die so bei 35, 40 Euro. Was cool ist, was auch ein Gerät ist, was 100% funktioniert. Keine Frage. Geht wirklich gut. Ihr habt eine Gaskartusche bei und ihr habt drei Plättchen bei. Das ganze Set reicht ungefähr für 12 Stunden. Also könnt ihr ungefähr drei Abende, ich habe es immer so 2 Stunden mal zum Abend an, legst neben mir hin. Oder wenn meine Frau in Ruhe lesen will beim Angeln, ohne dass sie auffressen, wenn es windstill ist, neben einen hingelegt. Es funktioniert 100%, kann ich euch versprechen. Aber da gibt es auch noch ein bisschen preiswertere Alternativen. Oder was auch gut funktioniert. Kennt jemand schon den Mozzi-Sepper? Hier ist in so einer coolen Tasche. Das ist ein geiles Teil. Das ist das Set. Ihr habt dabei einen Pinsel, um den zu reinigen und ein USB-Kabel, um ihn zu laden. Er hat eine integrierte Taschenlampe, die jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Für mich ist er wichtig, zweimal drücken, dann leuchtet er hier drinnen so violett, so ein bisschen im Dunkeln. Sieht euer Bivi oder Zelt denn aus wie Schwarzlicht-Disco-Höhle. Sehr cooles, angenehmes Licht, finde ich sehr, sehr schön. Und die Moskitos werden da drin gegrillt, gebraten. Und die hängen dann da irgendwo alle drinnen rum. Und dazu habt ihr dann den Pinsel, um das drinnen zu reinigen. Ja, funktioniert astrein, funktioniert super gut. Hänge ich mir jetzt nicht über mir hin, wenn ich draußen bin, weil das zieht dann die Moskitos an. Aber ich habe das Ding immer in meinem Bivi zu hängen, was richtig cool ist. Also in mein Zelt mit drin oder Vorzelt, wenn wir beim Campen sind. Zumachen für die restlichen Moskitos, die drin sind, oder mit dem Camper reinnehmen. Und schon werden alle Fliegeviecher, die euch da drin stören, im Vorzelt, im Zelt, im Camper, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet, da drin gegrillt. Gerade ihr kennt es ja, ihr wollt nachts schlafen, es sind immer noch ein, zwei Mücken mit reingekommen. Ihr stellt beim Einschlafen Vorspaßgeräusche und ihr könnt davon ausgehen, die sticht euch die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall, wenn ihr eingeschlafen seid. Also das Ding mit aufhängen, drinnen im Zelt oder neben euch hinstellen und die Plagegeister fliegen rein, werden gegrillt und sind nicht mehr vorhanden. Top Sache, ohne Chemie, ohne alles, funktioniert gut. Das ist eigentlich so mein Favorit, was ich gerne nehme, den Mozzi-Sepper. Meine Frau hat ihn jetzt zum Beispiel jeden Abend beim Lesen neben sich stehen, wenn sie im Vorzelt sitzt, oben am Campingwagen. Und tippe, toppe. Kann ich sehr empfehlen. Auch den haben wir unten mit in der Videobeschreibung rein. Kosten keine 20 Euro übrigens, glaube ich, das Teil. Oder? Ich weiß jetzt nicht genau. Ich will mich jetzt nicht auf den Preis festlegen. Das Hardcase ist leider nicht im Umfang, im Lieferumfang enthalten. Das müsst ihr leider extra bestellen. Ich finde es aber ganz gut. Leicht in Camo gehalten.
Auch die Mozzi-Zipper gibt es in verschiedensten Farben. Cool, könnt ihr mal dabei haben. Akku hält wirklich lange. Könnt ihr ein paar Nächte brennen lassen. Und wenn ich ganz schnell wieder mit einer Powerbank aufgeladen, der Mozzi-Zipper von Wolf, kann ich sehr empfehlen. Geiles Teil, habe ich jetzt immer im Bivi mit bei. Und ganz simpel, Moskitonetz. Kriegt ihr für ein paar Euro 50 und hält euch alle Plagegeister fern. Richtig cool. Gerade im Sommer schlafe ich ganz, ganz, ganz viel unter freiem Himmel. Einfach nur Liege hingestellt und es funktioniert und ihr könnt gut schlafen, wenn die Plagegeister nicht so aktiv sind. Mücken und Co. Und da hilft ein einfaches Moskitonetz, was wenig Geld kostet, was keinen Akku braucht, keine Batterie braucht, keine Gaskartusche braucht, nichts, einfach nur einmal kaufen und das Ding funktioniert. Ich fixiere mir das einfach neben meinen Stuhl oder neben meiner Liege mit einem Bangstick. Wie das Ganze aussieht, würde ich sagen, so sieht das Ganze denn aus. Das haut ihr euch einfach über die Liege drüber und schon könnt ihr ganz in Ruhe pennen und schlafen hinten mit einem Bangstick hinter mir fixiert. Genauso könnt ihr es auch festmachen, wenn ihr einfach auf einen Stuhl sitzt und dann könnt ihr halt hier drunter sitzen, hier drunter schlafen. Und habt halt wirklich Ruhe. Kostet ein paar Euro 50. Hauen wir auch nochmal unten mit in die Videobeschreibung rein. Habt ihr einen kleinen Beutel dazu. Und wenn ich einen Schirm bei habe, einfach nur, das kriegt ihr auch perfekt über den Schirm drüber. Die Dinger sind richtig groß. Was ist denn das hier zum Beispiel? Gibt es auch in verschiedensten Größen. Das ist zum Beispiel 12,5 Meter, 2 mal 12,5 Meter, 2,5 Meter mal 12,5 Meter. Das ist schon ordentlich. Das ist ein großes Moskitonetz, wo ihr ordentlich drunter sitzen könnt, auch notfalls zwei Stühle ordentlich drunter fixiert bekommt, notfalls nach rechts und links ein Bankstick. Und schon habt ihr Ruhe vor diesen Plagegeistern, die da draußen gerade nicht sind. Weil jetzt ist tagsüber, meistens kommen sie abends, ja. Also es gibt wirklich verschiedenste coole Sachen, wie ihr gerade gesehen habt. Und in dem Video wollte ich euch das einfach mal nahebringen. Ich komme noch mal ganz kurz hier raus hier, unter den ganzen Dingen. Das Schöne ist, es hat immer eine Öffnung. Da könnt ihr dann wirklich zack schnell raus zu den Routen, wenn ihr einen Biss bekommt. Und schon hat sich die Sache erledigt, ja. Also wünsche ich euch da draußen alle noch einen angenehmen restlichen Sommer, was davon noch übrig ist. Wenn ihr Probleme habt mit den Insekten und Moskitos gibt es bei uns weniger, aber Krebemücken, Mücken, Bremsen sind auch manchmal ganz arg. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Von Thermazell, Mozzi-Zapper, irgendwelche Räucherspiralen und Co. Gibt es wirklich coole Sachen. Also, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Carpocalypse.